Hochbetrieb im Erstaufnahmezentrum in Wien-Leopoldstadt. Die Stadt Wien hat hier eine Sporthalle kurzfristig adaptiert, um Kriegsflüchtlinge mit dem Nötigsten zu versorgen. Es sind fast ausschließlich Frauen und Kinder, die hier ankommen. Viele haben alles verloren, außer ihre Hoffnung. Ich glaube, dass unser Land diesen Krieg gewinnen wird. Und dann will ich wieder zurück, denn das ist unser Heimatland, unser Zuhause. Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist. Irina hat die Ukraine schon vor dem Angriff im Februar verlassen. Die Dolmetscherin lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern seit 2,5 Jahren in Wien. This is my personal inner obligation. Es ist meine persönliche Verpflichtung, hier zu helfen, meinem Land, meinem Volk. Meine Mutter, mein Bruder und seine Familie sind in Kiew. Alle meine Freunde sind in der Ukraine. Es ist meine Verpflichtung, hier zu helfen. Helfen wollen aber auch viele Einheimische. Yannick war schon 2015 als Flüchtlingshelfer aktiv. Schön zu sehen, wie schnell, wenn es wirklich um etwas geht, also wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, wie schnell irgendwie der humanitäre Geist wieder zusammenfindet. Also wenn man jetzt Corona anschaut, sieht man, wie die Menschen teilweise sehr zerstritten da auseinandergerannt sind. Aber sobald irgendwie ein Einschnitt ist, der uns dann alle betrifft, habe ich den Eindruck, dass wir sehr schnell wieder den menschlichen Kern in uns irgendwie entdecken. Überall im Land ist die Hilfsbereitschaft groß. Auch hier in Melk hat die Bevölkerung nicht gezögert und in kürzester Zeit Hilfe und Unterkünfte für mehrere Familien zur Verfügung gestellt. Am Sonntag hat uns ein Anruf erreicht, dass am Montag ein Autobus mit rund 33 Personen in unsere Stadt kommen wird, mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Wir haben auch 2015 180 Flüchtlinge in Melk aufgenommen und hier war auch eine Hilfsbereitschaft zu verspüren. Aber die Hilfsbereitschaft, die derzeit gegeben ist, dieser Zusammenhalt, das Zusammenstehen, zu sehen, dass es dieses Mal nur Frauen und Kinder vorrangig betrifft, wo sehr, sehr viele Emotionen dabei sind. Und da nehme ich mich selbst gar nicht heraus, wenn man das sieht, dass 13 Kinder mitten in der Nacht mit einer Plastiktüte dann vor dir stehen mit weinenden Augen. Und wenn man selbst Familienvater ist, dann ist das schon sehr emotional. Valentina ist mit ihrer Tochter Natalia, ihrer Schwiegertochter und ihren Enkelkindern aus Schytomyr geflüchtet. Die Männer der Familie mussten sie zurücklassen. Alarms are every day. Just in the morning, late at night. Jeden Tag Fliegeralarm, in der Früh, mitten in der Nacht. Sie bombardieren unsere Stadt, auch Wohnhäuser und sogar eine Geburtsklinik. Some places and even the houses where people live and even the house where women bore children. Die Fotos auf ihren Handys zeigen Bilder einer zerstörten Heimat, eines zerstörten Lebens. Es ist wunderbar hier, aber wir wollen wieder nach Hause. Wir hatten ein gutes Leben in der Ukraine. Wir wollen das wiederhaben. Wir sind sehr dankbar, wie wir hier aufgenommen werden. Aber zu Hause ist zu Hause. Ми благодарні дуже за все, як нас приймають, но дом є домом. Ob und wann ihre Familien wieder nach Hause können, ist ungewiss. Bis dahin wird versucht, zumindest den Kindern so etwas wie Normalität zu bieten. Als nächsten Schritt wollen wir jetzt versuchen, dass eure Kinder auch in unsere Schule gehen können. Die ersten zwei Kinder sind seit heute schon in der Schule. Und wir werden auch auf euch zukommen, dass ihr schnell Deutsch lernen könnt. Die Erwachsenen werden einen eigenen Deutschkurs bekommen. Bis es soweit ist, weiß man sich mit einer Übersetzungs-App zu helfen. Спасибо вам большое, это очень хорошее предложение. Vielen Dank, das ist ein sehr guter Vorschlag.